Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute wieder auf Tour mit Lisa. Servus. Wir beide haben was richtig, richtig Geiles geplant, denn wir sind aktuell auf einem See mit dem SUP. Und wir werden diesen See jetzt einmal komplett umrunden und uns irgendwo hier einen Platz für die Nacht suchen. Es wird richtig, richtig gut. Wir haben bombastisches Wetter, also steht nichts im Wege, eine geile Tour zu haben, wirklich. Wir freuen uns, dass es losgeht und wenn du magst, dann begleite uns dabei. Es ist Ferienzeit, it is summertime, holiday time, so there are bikers everywhere at the street. Überall Radfahrer, kurvige Straßen, wo du nicht wirklich überholen kannst. Gar nicht in Neuing oder so. Ja, wenn die alle scheiße fahren, was soll ich denn machen? Oh, du filmst ja schon. Ja, natürlich. Hier. Ja, jetzt legst du richtig in die Kurve, ja. Baller, Bruder, baller! Schau mal den Ausblick. Voll geil. Hier ist ein Seerosenteppich. Da fahren wir natürlich außen rum, denn wir wollen hier nicht die Pflanzenwelt zerstören. Legen wird aber irgendwo schwierig, ja? Hier ist ein Schilfgürtel. Das ist wie ein Gürtel. Ist diese Umrandung des Sees, wo eben ganz viel Schilf wächst und das ist... Lisa, crash mich nicht! Ey, ich hab voll die harte Bremse hier. Und das ist eben Rückzugsort für unter anderem Vögel. Jetzt gerade zur Brutzeit sollte man diese Stellen meiden. Und natürlich auch vorher schauen, ob ihr überhaupt auf dem Gewässer, das ihr auserkoren habt, fahren dürft. Für viele gibt es ein Tappverbot. Also da erst im Internet kundig machen davor. Herrliches Wetter heute, die Wolken spiegeln sich auf der Wasseroberfläche. Eigentlich war für den ganzen Tag bewölkter Himmel angesagt, von dem her haben wir richtig, richtig Glück. Jetzt paddel, Lisa, nimm mich mit. Paddel, paddel, paddel. Wettrennen! Ich drehe mich nur im Kreis! Und tschüss, bye bye. Hi. Wir sehen uns. Bis morgen. Die Lisa hat gerade einen guten Vergleich gebracht, nämlich ein bisschen wie Autoscooter. Wenn man nebeneinander paddelt, dann crashen wir ständig zusammen. Wir sind hier heute natürlich nicht die einzigen Badegäste und auch nicht die einzigen auf dem Stand-Up-Board.
Aber ich glaube, wir sind tatsächlich die Einzigen, die auf dem Stand-Up-Paddle sitzen. Aber wenn man den anderen so zuschaut, die schauen immer, dass sie schnell Strecke machen. Ist auch ganz gut. Aber halt. Ja, wir suchen eher die Entspannung hier. Drum machen wir das Ganze erstmal im Sitzen. Vielleicht ist es später anders, keine Ahnung. Ja, wir haben natürlich auch Gepäck dabei und die anderen nicht. Aber es ist viel entspannter so. Weil was bringt es mir jetzt hier schnell drüber zu hetzen, wenn ich nichts sehe? Und gerade hier im Uferbereich will ich natürlich ein bisschen rücksichtsvoll fahren, dass ich in kein Seerosenfeld oder so reinfahre. Von dem her finde ich es ganz okay, alles im Sitzen und langsamer zu machen. Ja, wir sind jetzt gerade schon eigentlich auf Lagerplatzsuche. Auch wenn das Stückchen, das wir uns davor auf der Karte auserkoren hätten, woanders liegt. Aber es ist immer gut, eine Alternative zu haben, einen Plan B, falls es dann doch nicht funktioniert, dass man weiß, wo noch andere Optionen wären. Schaut mal die weißen Seerosen hier an. Total schön. Fahren wir schön außen rum, dass wir nichts zerstören. Wenn die GoPro ein Foto macht. Bitte nochmal. GoPro, Foto. Once again, please. GoPro, Foto machen. Das ist so geil. Immer wenn sie ein Foto machen will, muss sie sagen, GoPro, Foto machen. Und das kommt so ungefähr 200 Mal vor. Schmetterlingsrettung. Der ist da aufs Wasser geflogen, vielleicht dachte er, er kann sich da hinsetzen. Ist dann aber sofort wieder weitergeflogen. Glück gehabt. Just Lisa. Die Lisa, wie sie leibt und lebt. Ja, ohne Bier auf dem Wasser geht halt nicht. Da bist du brutal. Ich weiß. Da vorne ist ein Bootsanlegeplatz. Dann werden wir außen rumpaddeln. Ja, wir wollen ja auch keine Kollisionen. Da ist einfach ein Schmetterling auf deinem Kopf. Wo? Ich sehe nicht. Wo denn? Auf dem Kapi? Ja. Hier irgendwo, oder was? Ja, a butterfly on your head. Ah, wie schön. Wie geil. Er macht sich richtig bequem und sonstig, Alter. Ah, da sehe ich ihn. Das ist der Schmetterling, den ich gerade gerettet habe. Mhm. The Rescue Butterfly. Der Tag ist gerettet, das Bier steht. So, weiter geht's. Let's move. Ich dachte, ich fahre per Anhalter jetzt bei dir. Ja, ja. Und das Stück dahinter, das ist das, das wir uns anschauen wollen. Kriegen wir hin. Du machst das ganz toll. Ja. Wir fahren in die falsche Richtung. Nein. Doch, wir fahren jetzt hier rüber. Da wollen wir nicht hin. Oh, okay. Ich muss paddeln. Also, we'll be right back.
Hier ist ja der versprochene Alpenblick, die wohl schönste Aussicht heute. Hier ist ein Fischernetz gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah, da müssen wir jetzt außen rumfahren. Sieht man schon, was für Arbeit dahinter steckt. Ja, ja. Wir respektieren es alle, Lisa. Lisa schiebt mich an. Okay, oder auch nicht mehr. Ist das beleidigt oder was? Ach ja, das war schon angenehm. So ein Antrieb von hinten. You don't say. That's what she said. Ja, ja. Die Lisa hat schon wieder böse Hintergedanken. Aber man kann auch jedes Wort irgendwie zweideutig auslegen. Das stimmt. Wir haben jetzt hier einen Stopp gemacht. Hier ist eine Parkbucht, wenn man das so sagen kann, mit zwei Bänken. Mein GoPro-Akku war leer. Die GoPro wird auch echt heiß hier die ganze Zeit in der prallen Sonne. Der Schatten hier tut schon ganz gut. Ach, deswegen ist es so kühl. Ja, ich dachte, das ist ja voll angenehm in der Sonne jetzt auf einmal. Ja, es geht auch so eine leichte Brise, leichter Wind. Geil. Wirklich angenehm. Ja. Wir haben noch nicht wirklich viel Strecke gemacht. Weil ja, wir einfach die Hälfte vom See haben wir schon. Ja, die Hälfte auf der einen Seite. Ja. Ja, aber die Hälfte. Es ist auch egal. Wir haben, ja, okay, es ist schon 16.01 Uhr. Ich hätte erwartet, dass es noch nicht so spät ist. Irgendwie vergeht die Zeit sehr schnell, aber das ist ja gut, weil das bedeutet, dass es einfach aufregend ist. Nicht langweilig. Sorry. Ja, wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit und dann geht es wieder aufs Board und weiter. Hier die andere Seite. Hier, die ist stärker besiedelt. Das sind noch einige Badestrände. Da werden wir dann einfach in der Mitte durchziehen. Denn die interessante Stelle für uns ist erst auf der anderen Seite. Wir haben wasserdichte Rucksäcke dabei, wo unser Equipment verstaut ist. Es würde zwar auch gehen hier an Bord, so wie es die Lisa gemacht hat. Solange man nicht kippt, bleibt es trocken, aber so geht man einfach auf Nummer sicher. Hier ist eine nasse Spur hier rüber. Seht ihr das? Hier. Und da ist so ein Trampelpfad rein. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Entweder so einen einheimischen Geheimweg oder Pinkelstelle. Ich habe keine Ahnung. Da möchte ich jetzt nicht nachschauen. Ich habe solche Stellen schon zu oft gesehen, wo dann einfach 2 Meter weiter rein alles voll ist mit Klopapier und Scheißhaufen, wirklich. Als ob die Leute zu blöd sind, ihre Hinterlassenschaften einfach zu vergraben oder bedecken mit Stöcken und Erde, naja. Es ist eingeschweißt. Hier ist ein Trampelpfad durch, ich möchte mal schauen, wo der hinführt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das zielführend ist, dem zu folgen. Ich glaube auch nicht, dass es weitergeht. Da wären hier irgendwelche Nagelspuren, hätte ich gesagt, ein Biber, aber ich sehe nichts. Oder so ein Fotografiespot für Fotografen, die sich hier verstecken, aber sieht man auch nichts. Also diese Wege führen uns nirgendwo. Jetzt habe ich schon wieder verkehrt. Ich habe einen Sonnenstich. Outtakes lässt grüßen. Diese Wege führen alle ins Nirgendwo. Ich wollte jetzt auch nicht weitergehen. Danach störe ich noch irgendwelche brütenden Vögel. Naja, wir sind gestärkt, gegessen, getrunken, bereit für die Weiterfahrt. Yes! Wir haben für heute Abend Spare Ribs, allerdings sind die bei 30 Grad jetzt nicht gerade so gut. Es ist übrigens so matschig, weil die so wie gegart sind. Gegart. Sprachfehler. Wir überlegen gerade, ob wir hier Paracord rumbinden und
diesen Sparrows. Boah, das wäre das beste Bild ever. Einfach wieder so Sparrows auf dem Sub hinter dir herziehen. Ja, wir wollen sie ins Wasser tun und hinter uns herziehen lassen. Oh nein. Dass sie kühl bleiben. Ein Versuch ist es wert. Ey, ich feiere das Bild so hart. Jetzt schon. Ja, das soll wohl halten, oder? Ja. Wenn das Fleisch baden geht, dann schwimme ich aber hinterher, du. Das ist so nice. Das Fleischtransportier. Haut schon ab. So. Ich lasse den Haken runter, vielleicht fangen wir noch einen Hai. So, die Lisa hat die ehrenvolle Aufgabe, unser Fleisch hinterher zu ziehen. Es ist so geil, wirklich. Aber es ist wahrscheinlich die beste Lösung für heute. Und die beste Idee, die wir heute hatten. Wie viel hast du bezahlt für den? Oh, ich glaube 60 Euro. Ich habe 30 bezahlt. Echt? Ja. Ach, noch für den besseren Deal. Wahrscheinlich wegen dem kaputten Einschubfach. Geil. Kannst du mir gleich nochmal das Ding da aufhalten? Eigentlich brauche ich mich nicht anschnallen. Anschnallen? Ich weiß, was ich meine. Oh, guck mal, kleine Fischis. Überall. Wir fressen jetzt gleich unser Fleisch. Oh nein. Schnell weg. Lisa said that there are some small fishes. And no. They want our meat. She's afraid that they want to meet to eat. To meet to eat, to eat the meat. This is right. Wir sind wieder auf dem Wasser. Ich muss euch gleich mal das Fleisch hinter der Lisa zeigen. Oh Gott, das, wenn jemand sieht, der hält uns für verrückt. Wir sind verrückt. Ja, wir sind verrückt. Ja, es ist jetzt schon 4:30. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir schauen uns jetzt noch diese Seite hier an, denn hier ist es viel ruhiger als auf der anderen Seite. Wir schauen einfach, ob hier irgendwo eine Öffnung im Schilfgürtel ist, wo wir übernachten könnten. Und dann fahren wir auf der Mitte des Sees zurück, dass wir schnell zu dem anderen Lagerplatz kommen würden. Na, no, du hast es überfahren! Hallo, wir wollen uns noch essen! Es ist schon tot! It is dead, so I can't hurt it. Ja, hier geht sich nichts. Also schauen wir uns die andere Seite an. Ich würde sagen, ich hänge mich jetzt hier einfach an die Lisa ran. Ja, das glaubst du, hä? Sie passt für mich. You wish. Ich glaube, das hier ist der schönste Teil, weil da hinten ist der Bergblick, aber hier sind auch einige Häuser. Naja, man muss halt immer so ein bisschen schauen, wie nah die Zivilisation wirklich ist. Ich will jetzt hier nicht irgendwo kampieren, wenn im Hintergrund Häuser sind. Außerdem ist hier überall dieser Schilfgürtel. Und es ist nicht gut, da durchzufahren, überhaupt nicht gut. Wir fahren jetzt einfach mal komplett außen rum und dann schauen wir, wo ein guter Spot wäre. Mach ein bisschen Tempo hier. Hetz mich nicht. Ich kenne dich und das geht jedem auf die Nerven. Schaut aus, als ob der Biber hinterher schwimmt. So assi, hey. Oh, mein Fuß ist wohl eingeschlafen. Er muss ihn ins Wasser halten. Ja, aber dann bremse ich. Du bist ständig schief. Ich bin nicht immer.
Waschi, vielleicht auch. Wo ist denn dein Mast für gerade? Wo ist denn hier das Messding, das sagt hier gerade? Ich weiß es einfach. Na schau, vielleicht bist dann ja auch du schief. Von Zeit zu Zeit muss man die Füße mal ins Wasser hängen, zum einen zum Abkühlen und zum anderen, wenn der Fuß eingeschlafen ist. Ich würde ja auch stehen, aber mit dem ganzen Gepäck ist es doch gar nicht so einfach, weil ich möchte auch nicht, dass irgendwas von meinem Kameraequipment hier ins Wasser fällt. Aber wir baden später auf alle Fälle noch und morgen früh nach dem Aufstehen. Das wird super. Filmst du mich, wie ich dich filme? Ja. Geil. Es gibt hier zwei große Inseln, aber die sind absolute Touristenmagnete. Also die werden wir meiden. Wir halten uns stattdessen einfach in Ufernähe und schauen, ob wir da eine gute Stelle für die Nacht finden. Ja, also da hinten ist jetzt dieser zweite Bootsanleger. Mhm. Und dann siehst du diesen Vorsprung, diese Landzunge. Ja. Da hinten sind wir gestartet. Ah, okay. Und dann dahinter. Es geht auch mit einer Hand. Ja, jeder müsste auf einer Seite paddeln nebeneinander. Ja. Warte mal. Vielleicht geht's. Ja. Haut hier, okay. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, toll, ich glaube, das sind nicht zielführend. 3. Ich kann ein bisschen weniger stark paddeln. 3. Nein, weil wir driften immer auseinander. 3. Ja, aber wir driften. Wir können aber gerade fahren und wir müssen immer die Seite tauschen müssen. Okay. Ich habe vielleicht auch einfach ein bisschen zu kräftig ins Wasser gestoßen hier. Wir probieren gerade, ob wir nicht die Boards aneinander heften können, mehr oder weniger. Es klappt eh ganz gut. Ja, jeder paddelt auf einer Seite, sodass wir eben uns sparen, immer die Richtung zu wechseln mit dem Paddel. Ja. Es klappt zwar nicht gut, aber es geht. 3. 1, 2, 3. Wie viel zählt man, wenn ich kann sowas nicht? Und 3. 1, 2, 3. Wolken könnten sich zu Gewitterwolken zusammenschließen, aber bis jetzt sieht man noch nichts davon. Allerdings merkt man, wie der See rauer wird. Also es gibt inzwischen Wellengang. Höre ich auf zu paddeln, wechsle ich auch sofort die Richtung. Schauen wir mal, ob da noch was kommt heute Nacht. Aber ich kann nicht mehr laufen. Nein, aber mein Hintern tut weh.
my ass hurts. Wir haben jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Und jetzt schauen wir hier mal die Umgebung an, ob hier ein Platz zum Lagern ist. Könnte man die auch eigentlich festbinden? Ja. So. Finde ich auch ein bisschen chilliger als so auf Brettern. Jetzt haben wir hier eine andere tolle Stelle gefunden. Vielleicht war es früher auch ein Bootanlegeplatz, weil hier liegen ein paar Balken rum. Aber man ist blickgeschützt und es ist schattig. Das heißt, schlafen morgen länger als 5 Uhr. Merkst du, Lisa? Ich gebe mein Bestes. Ja, wir müssten halt jetzt da über den Seeweg kommen und nicht die Saps hier durch den Wald schleppen. Aber das sieht sehr gut aus. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir hier bleiben werden. Wir holen jetzt nur noch die Boards und paddeln dann hierher. So ein bisschen wie im Urwald hier. Tote Bäume, unwegsam, Wasser, richtig schön. Haben wir es gut getroffen. Ab aufs Board und zum neuen Platz. Bruce hängt auch noch da. Sanfte Landung sieht anders aus so. So lala. Aus den hier rumliegenden Balken und Polen bauen wir uns jetzt eine Begrenzung für unsere Schlafstätte. Wir liegen natürlich so schräg nach oben, denn das Ufer ist hier abfallend. Und hier oben, zeige ich euch gleich, wächst eine Esche, ist es glaube ich. Oder, nein, eine Erle. Wächst in so einem Bogen über uns rüber, weil die zum Licht geht, da hier zum Ufer. Und da könnten wir super das Tarp drüber spannen. Ich glaube zwar nicht, dass wir es brauchen, also ich denke, dass es nicht regnet oder gewittert, aber sicher ist sicher. Wir probieren es einfach, ob das so geht. Und wenn der Plan nicht aufgeht, dann schlafen wir unter freiem Himmel. Moorhühner. Wir müssen uns jetzt hier eine Fläche freiräumen zum Schlafen und die Balken ein bisschen anders anordnen.
bisschen der Schlinge noch weg. Ich will nicht mit den Schuhen in den Matsch jetzt. Machen, oder? Ich finde es eh gar nicht mehr, so ein bisschen Abstand zu den Viechern zu haben. Die Boards werden unser Schlafplatz sein und hier oben drüber, dieser gebogene Baum, hier wollen wir das Tarp befestigen. Die Lisa hat die Hängematte von Didi. Die kann man auch am Boden abspannen und nur als Moskitonetz benutzen. Oder auf dem Sapp abspannen, ja. Wir haben es oben am Baum fixiert und unten am Sapp. Das ja, ist richtig gut. Ja. Und das beneide ich dich. Ich werde jetzt das Tarp fixieren. Hier. An diesem Baum, der eignet sich da super. Ist genau richtig gewachsen. Und dann schön luftig abspannen, dass wir noch genügend Bewegungsfreiheit haben. Und dass noch dieses Feeling da ist, dass man unter freiem Himmel schläft. Ja, hier war ja noch was. Hm? Das Schnurchaos. Ich dachte, ich hätte schon entwirrt. Ja, ich liebe das Didi-Tarp, aber ich habe auch ständig hier diese Schnüre zu einem Knoten zusammen, was ich wiederum nicht liebe, da ewig lang zu sitzen und das zu entwirren. Ich glaube, wenn ich das Ventil öffne, dann geht die Luft raus. So ist es, glaube ich. Aufpumpen ist so. Da würde ich keine Hand für ins Feuer legen, weil ich einfach draußen generell meistens nicht viel schlafe. Doch, du bist besser schlafen als ich. Bestimmt, ja, aber ich wollte... Naja. Du wolltest es nicht sagen, um mich neidisch zu machen, ja, oder? Ja. Okay, lass mal los. Ja, wer sagt's denn? Tada! Ich hatte schon lange nicht mehr so ein locker, luftig, geiles Lager, noch dazu direkt am Wasser. Dann das Tarp jetzt ganz hoch und ganz flach gespannt, sodass es regnen kann und wir bleiben trotzdem trocken. Aber es ist trotzdem alles noch offen, die Sonne kommt durch, man hat noch Blick zum See und nach hinten. Genauso mag ich das. Ihr könnt es nicht sehen, aber über dem Wasser sind jetzt Insektenschwärme wie Wolken. Hoffen wir einfach nur, dass es keine Mücken sind. Ich nutze die Sonne aus und gehe noch eine Runde ins Wasser. Ich habe mich schon den ganzen Tag auf Schwimmen gefreut.
Wir haben hier Moorhühner um uns rum und die Küken schwimmen immer so ein Stückchen entfernt von der Mutter, kommunizieren zwar untereinander mit dem Jeep Jeep, aber sie sind doch ganz schön weit auseinander und immer wieder kommt mal eins hierher, 2 Meter weg. Also entweder die sind keine Menschen gewöhnt und stufen uns nicht als Gefahr ein oder sie sind den Menschen so sehr gewöhnt, ja, dass es ihnen einfach wurscht ist. Jedenfalls total niedlich. Weißt du das, wie viele Mücken man da oder Fliegen aufscheucht? Ist gleich am got a ticket in my hand to you, canceling all my plans for you. Don't know where we're going, what we're gonna do. Got a ticket in my hand to you, 'cause I'm thinking maybe we got something, maybe we got something. Something good. Maybe we got something. Maybe we got something. I know we got something good. Something good. Something good. Something good. So I'm playing all my cards for you. I'm shooting for the stars and you.
you are any